Und wann immer die Rede von der NATO ist, werden folgende drei Mythen hier verbreitet. Erster Mythos, die NATO sei ein Verteidigungsbündnis. War es nicht die NATO, die mit einem völkerrechtswidrigen Krieg Jugoslawien angriff, dabei Zivilisten, Fernsehsender und die chinesische Botschaft bombardierte? Der zweite Mythos, die NATO sei ein Bündnis der Demokratien und der Rechtsstaatlichkeit. Durch die Kriege der USA und ihrer Verbündeten sind allein in den letzten 20 Jahren 4,5 Millionen Menschen gestorben. Sieht so Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus, frage ich. Dritter Mythos, die NATO verteidige die Menschenrechte. Oder dass währenddessen Julian Assange, der Journalist, 175 Jahre Haft in den USA erwartet, weil er Kriegsverbrechen des NATO-Mitglieds USA öffentlich gemacht hat. Verlorener geht es kaum, meine Damen und Herren. Wer Mitglied der NATO ist, beteiligt sich an einem Kriegsführungsbündnis, das auf Expansion zielt und Völkerrecht wie Menschenrechte mit Füßen tritt. Das zeigt ja die Bilanz. Wer Mitglied der NATO ist, verliert seine demokratische Souveränität, denn es sind immer die USA, die ihre Interessen hier hegemonial durchsetzen. Und wer Mitglied der NATO ist, opfert auch durch die massive Hochrüstungspolitik die soziale Sicherheit seiner Bevölkerung. Und deshalb ist es höchste Zeit, diesen Militärpakt aufzulösen. Wir brauchen Frieden statt NATO. Vielen Dank.